Hallo Leute und willkommen zurück hier zum LS17 auf der Multimap 2018. Ja, Feld 23, die Sonnenblumen haben wir abgeerntet, jetzt geht's bei der 19 weiter. Wir brauchen noch einen Abfahrer, das ist der Kumpel hier. Der hat ja hier schon an der 23 abgetankt. Jetzt schicken wir den noch rüber zur 19. Abtanken 19. So. Den Drescher kennt er ja noch. Betriebsstunden hat das Gerät hier schon auf der Uhr. Fahren wir lang, wo fahren wir lang? Fahren mal hier lang. Die Maisaussaat auf Feld 10 läuft auch noch auf Hochtouren. Ich habe das Kaufen des Saatguts und des Düngers jetzt mal wieder aktiviert. Irgendwie ist das immer ganz schön anstrengend hier mit dem Überladewagen, mit dem Plattformwagen und so weiter und so fort. Ich habe leider noch keinen Trigger gefunden, wo man so das Saatgut und den Dünger aufladen kann. Vorbeigefahren, verdammt. Verkehrt rum angedacht. Sonst hätte ich da auch das wie bei der Gülle gemacht, einen Kurs generiert, wo er das dann aufladen kann. Und dann jedes Mal hin und zurück fährt. Aber leider habe ich sowas hier bis jetzt noch nicht gefunden und ich habe in meiner Mod-Sammlung auch kein platzierbares Saatgutlager. Ist mir aufgefallen. Muss ich mal nachholen. So, wie sieht's bei unseren Tieren aus? Ne, Finanzen nicht, Tiere. Gut, die Kühe könnten bald mal wieder was gebrauchen. Die Sauberkeit bei den Schweinen ist auf 0%, das sollten wir mal ändern. Fahren wir mal kurz hoch. Nee, da lag. Wo war hier hinten eine Ausfahrt? Ist ja quasi gleich um die Ecke. So fast. Noch ganze 9 Tage. Also zum Aufnahmezeitpunkt 9 Tage. Dann ist der LS19 da? Und ich bin dermaßen gespannt, das glaubt ihr gar nicht. Gut, euch wird es wahrscheinlich nicht anders gehen. So, die BGA haben wir immer noch nicht in Betrieb, wie auch. Wir könnten höchstens ein paar Silageballen reinschmeißen, aber davon haben wir auch nicht mehr sehr viel. Und jetzt mit Grashäckseln anfangen oder. Nee. Ja, vorne ist unsere Schweinefarm. Mal gleich mal ein bisschen sauber machen. Erstmal müssen wir das Wasserfass, glaube ich, so ein bisschen aus dem Weg tun.
So, wir sind, wie ihr seht, die Million ist schon wieder, wir sind schon wieder unterhalb. Wir sind bei 960.000 stetig abnehmend durch den Dünger und das Saatgut. Hier müssen wir rein, so. Können wir das Wasserfass an den hier anhängen? Ne, ach nee, das ist ja da hinten, brauchen wir gar nicht anhängen. Da hängt was. Nein, oh. Series 9 hat durchdrehende Reifen. Das ist nicht schön. Wie gesagt, ich möchte mal eine Folge erleben, wo wir ohne rauskommen. So, das hätten wir auch erledigt. Dann gucken wir mal, wo er denn wieder festhängt. Okay. Hast doch schon wieder den falschen Bahnversatz drin hier irgendwie. Nee, das war falsch. Doch so rum. Aber das war doch so eingestellt. Warum ist er denn da so? Naja. Egal. So, der ist auch noch fleißig am Arbeiten. Da habe ich das jetzt einfach mal so gelassen, dass er verkehrt rum angefangen hat. Das ist die 24, die ist dementsprechend auch schon zur Hälfte fertig. Wie sieht's hier aus? Könnten wir auch mal wieder abfahren. Ist nämlich voll. Er ist auch fleißig dabei. Hat gut ein Drittel geschafft bis jetzt. Der steht rum. Der macht noch sein Vorgewende. So, was machen wir jetzt vor lauter Aufregung? Wie sieht's hier aus? Hier ist kein Holz mehr da. So wie das aussieht. Doch, Holz ist noch da. Es ist wahrscheinlich wieder kein... keine Hackschnitzel sind... 1, 2, 3. Es sind wieder mal keine Hackschnitzel da. Nö. Ist alle. Na gut, Paletten brauchen wir jetzt nicht wirklich. Papier haben wir auch genug. Wir gucken mal kurz, wie sieht das hier aus? Zellstoffwerk. Das ist das da hinten. Kartonagen. Da sind die Hackschnitzel auch alle. Das heißt, wir müssten die wieder umschaufeln. Müsste ich jetzt aber wieder mit dem Teleradar über die komplette Map fahren. Oder mir an irgendeinen Traktor, der etwas schneller ist, einen Frontlader anbauen. Wir haben aber auch schon wieder 1000 Tonnen Kartonage hier, die wir jetzt noch nicht wirklich brauchen. Und gucken wir nochmal bei der Zigarren- und Zigarettenfabrik. Wenn ich sie denn finde. Da. Okay, da ist gerade wieder eine Palette fertig geworden, deswegen so komisch. Zigaretten sind voll.
Tabak haben wir auch noch eine ganze Menge drin. Kartonagen, ja, gut, könnte mehr sein. Machen wir denn jetzt vor lauter Aufregung? Hier müsst ihr denn irgendwas nee, verkaufen. Müssen wir was verkaufen jetzt? Eigentlich schon, ne? Wir schaufeln jetzt hier erstmal noch Hackschnitzel um. Das war jetzt so noch nichts. Irgendwie ist das hier, das läuft hier aus dem Silo raus, aus dem Ding raus. Ist irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Irgendwie kriegen wir das hier nicht weg. Kriegen das hier nicht aus den Rändern raus. Das ist leicht kontraproduktiv. Aber wir haben erstmal wenigstens ein bisschen was drin, so knappe 3800. Ich wollte eigentlich mal gucken, was macht denn unser Diesel? Wir haben ja die Raffinerie auch schon in Betrieb. Oh nein, zurück, das war wieder die falsche Taste. Da müssen wir hin. 49.000 Liter und es ist kein Raps mehr da. Das lässt sich ändern. Das lässt sich ganz schnell ändern. Man sollte auch hingucken, was man macht. Weil dann können wir nämlich mit dem Diesel, den wir da haben, unseren Komposter anschmeißen, der ja auch schon so gut wie voll mit Stroh ist. Das hatte ich ja schon ganz, 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 ganz am Anfang gemacht. Da habt ihr noch nicht zugeschaut. Ja, den können wir auch mal wieder waschen. Ich weiß. Haben wir aber gerade keine Zeit für. Das hüpft hier schon wieder so. Ich weiß echt nicht, was das sein kann.
Der hat auch schon wieder durchdrehende Reifen. Und in der Zwischenzeit gucken wir mal, was der hier schon wieder fabriziert. Was macht er? Verstehe ich nicht. Aber gut. So, der erste Anhänger ist voll, dann fahren wir noch ein Stückchen vor. Und auch mit Raps. Dann fahren wir das zur Raffinerie. Und das sagt uns, wir müssen als nächstes auch wieder mal Raps anpflanzen. Damit wir die da weiter versorgen können. So, hier vorne ist noch Kaufland. Da wollen wir noch nicht hin. Die Raffinerie kommt da oben. Die ist ja so ein bisschen auf dem Berg. Dann sind wir aber auch schon wieder fertig für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video gerne liken, teilen, kommentieren, den Kanal, wenn ihr wollt, abonnieren. Kostet alles kein Geld. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.